Wir trafen uns mit den Mitgliedern des ASR-Stammtisch am Samstag, den 30.08. um 10 Uhr am Duisburger Hauptbahnhof. Einen Tag vor den Kommunalwahlen trauen sich die Politiker mal wieder auf die Straße und wir wollten unseren Volksvertretern einfach mal auf den Zahn fühlen. Klar, wir sprachen hier mit Lokalpolitikern und uns ging es ja um Themen von globalem Ausmaß, aber uns interessierte einfach mal, wie denn die möglicherweise zukünftige Bundestagsgeneration die Probleme dieser Welt sieht und wie sie zu ihnen steht. Der 11. September jährte sich zum 8. Mal und wir wollten einfach mal wissen, was die Leute auf der Straße und auch unsere einfachen Volksvertreter darüber denken. Wir hatten Flyer gedruckt, die wir an die Leute verteilen wollten, mit der Webadresse von Alles Schall und Rauch und mit den ganzen Themen, von denen wir fanden, dass sie in den Medien einfach falsch oder ungenügend transportiert worden sind. Doch bevor es losging, erlebten wir eine kleine, aber feine Überraschung. Kann man gut so, wenn die Leute kommen, das schon mal so in der Hand drücken. Ja. Unglaublich. In der TV Hören und Sehen ist ein Bericht über wie heißt es? Die Geheimakte von 9/11. Und tatsächlich, gut gemacht, nicht gedacht in so einer Zeitung. Mit dabei. Bewaffnet mit unseren Flyern und der TV Hören und Sehen gingen wir nun also auf die Leute zu. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man aus einer Höhle in Afghanistan Sprengungen in den Hochhäusern unterbringen kann. Wie man das hat, wenn es geht. Wird das jetzt hier so erläutern? Oder? Wie lange muss ein Gebäude brennen, bis es einstürzt? Und das ist ja ein Stahlbetongebäude. Außen alles dicke Stahlträger. Wie können die in sich zusammenfallen? Und dann sieht es aus wie ein Schrank. Dann sind die nicht zur Seite gekippt? Sondern in sich zusammen. Ja, Moment mal jetzt. Da habe ich mich gewundert. Ja. Moment mal jetzt. Wenn die Flugzeuge da reinfliegen, da hat man ja gesehen, und die explodieren. Das Benzin ist ja explodiert. Das Kerosin? Ja, das Kerosin, nur Benzin ist Nee, das ist wichtig. Was? Ja, das ist hochexplosiv, Kerosin ist klar. Ja, aber. Flugzeug hat immer Kerosin. Wie heiß brennt das denn? Ja, das weiß ich nicht, wie heiß das ist. Das weiß man aber. Ja, das sind so 800 Grad. Ja. Bei wie viel Grad schmilzt Moment, das? Moment. Wenn das in sich zusammenfällt, ja. Das war ja durch die Stahlgerüste, konnte das ja nicht umkippen. Oder? Und dass der Stahl da nicht da drinnen. Draußen. Ja, nun. Da draußen, das ist außen mit Stahl ummantelt. Ja, ich weiß. Und hat innen drin auch noch Stahlkern. Ja, ich weiß. Das sind die einzigen Hochhaushäuser. Ja, jetzt gut, jetzt deswegen mal weiter. Wegen dem Brand Moment mal jetzt. Und was habe ich dafür, wenn ich es jetzt weiß? Ich weiß, dass meine Presse, meine Regierung und meine Fernsehsender mich 8 Jahre lang belogen haben. Nein, nicht 8 Jahre lang, seitdem das besteht. Der 11. September war allerdings nicht das einzige Thema, über das wir mit den Leuten diskutierten. Ja, wir sind dagegen. Wir sind sehr dagegen, dass wir manipuliert werden. Ja, wir wollen das nicht. Und wer ist das? Wer steht dahinter? Das sind Bürgerjournalisten. Also die sagen, wir glauben nicht das, was die Zeitung und das Fernsehen uns jeden Tag erzählt. Wir haben was anderes rausgefunden, das möchten wir jetzt hier veröffentlichen. Ja. Und was ist das? Zum Beispiel über Finanzen, unser Geldsystem, über den 11. September, ob das wirklich so war, wie man uns erzählt, ganz viele verschiedene Dinge. Ob Impfungen wirklich sinnvoll sind oder ob man damit eigentlich nur Geld verdient und die Leute noch kranker sind macht. Das ist ja nur Teilaspekt alles. Ne? Ja, natürlich, aber zu verschiedensten Themen. Ja, aber schwer kontra gegen alles, was... Nee, die sind auch für vieles und zwar... Sind gerade diese Leute, die diese Seite machen, damit beschäftigt, eine eigene Umgebung sich zu schaffen, Lösungen zu finden, energieautark zu wohnen, zu leben, ein eigenes Dorf zu gründen, wo man nicht von Kernenergie oder verschmutzten Energien gestört wird, wo man frei leben kann. Also, wo man auch frei seine Meinung äußern kann. Genau. Mhm. Nee, aber mich interessiert schon allgemeines alles. Aber ob Impfungen sinnvoll sind, also ich bin Ärztin, ich bin dafür. Gut. Ja?
Haben Sie was von traditioneller chinesischer Medizin gehört? Ja, sicher. Die sagen, dass Impfungen Vergiftung sind, der fünf verschiedenen Systeme. Glauben Sie mal dran, wenn die Schweinegrippe als Pandemie kommt und dann werden Sie schon... Ja, haben wir ja angeblich schon die Pandemie. Ja, es wird Pandemie genannt, aber wenn der Virus mutiert, dann sagen Sie nicht mehr, ich bin... Wissen Sie, dass bei der spanischen Grippe, als sie zum zweiten Mal um die Welt rollte, die Leute gestorben sind, die vorher geimpft worden sind und nicht die nicht geimpft worden sind? Nein. Das sind 29 Millionen damals gestorben. Und das waren nicht die geimpft waren. Stimmt also, ja gar nicht. Ich habe einen Tatsachenbericht gehört von einem Menschen, der Zeitzeuge gewesen ist. Und der hat gesagt, er hat seine gesamte Nachbarschaft versorgt, alle die geimpft worden sind. Ja. Glauben Sie mal dran, aber ich glaube an die Schulmedizin. Meine Theorie ist, mit einem Kind auf dem Arm klappt das einfach besser. Mal probieren. Du bist eine Medienvertreterin von? Radio Duisburg. Von Radio Duisburg. Der Andreas hat hier einen Flyer für dich. Das ist auch aktuell jetzt gerade österreichweit wieder der 9.11. Was hältst du denn von dem Thema? Ich möchte es gar nicht so sagen. Hast du auch noch nie so Gedanken darüber, oder? Natürlich, aber ich möchte trotzdem... Kannst du trotzdem mal...